Guten Morgen zusammen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, hier zu diesem Scherengebiet, bin aber erst 10 Kilometer unterwegs, habe aber schon so viele tolle Sachen gesehen, dass ich dachte, ich muss mal kurz anhalten, auch wenn ich hier an der Hauptstraße bin. Aber das ist optisch so schön, ich kann es kaum fassen. Hier noch einmal so ein kleiner Schwenk. Die andere Seite ist auch super schön, aber ich will da jetzt nicht über die Hauptstraße und da irgendwie rumhampeln. Und weiter geht's. Schaut euch das an. Ich lasse die Kamera einfach mal ein bisschen laufen. Ist das nicht unglaublich schön? Geht sogar ein Radweg nebenher, das wusste ich nicht. Ja. Jetzt bin ich in der Havler Kommune. Verstehe ich, warum das hier mit die schönsten Scherenküste des Landes sein soll. Und hier gab es sogar Parkplätze. Ach nee, privat. Das war privat. Aber hier sieht es so aus, als wenn man überall mal parken könnte. Also ganz, ganz tolles Gebiet. Ja, aber es ist jetzt ein bisschen sehr kurvig. Ich muss die Kamera mal zwischendurch weglegen. Obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Es sind so viele Eindrücke. Ich hoffe, ihr könnt das genauso genießen. Ich filme, wie gesagt, nur aus dem Auto mal eben so raus. Ob das qualitativ noch okay ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich nicht durch die Linse gucke, beziehungsweise durch den Bildschirm. Hier kommt jetzt ein Tunnel, der ordentlich Gefälle haben soll. Man soll einen kleinen Gang reinmachen und die Motorbremse nutzen. Wow, hier geht's echt deftig runter. Ach du Schande. Aber der Tunnel ist der Hammer. Ja, ich muss die Kamera weglegen und schalten. Ich denke mal, man kann das auf dem Navi ganz gut erkennen, dass wir gerade unter Wasser sind. Und jetzt geht es auch langsam wieder hoch. Hier geht es tatsächlich so steil hoch, dass ich im dritten Gang mit 55 fahre. Laut Navi 60, ja gut. Wer weiß, ob das hier im Tunnel richtig funktioniert. Ich glaube eher nicht. Aber es ist eine ganz schöne Steigung. Jetzt bin ich in Haferler, ich hoffe, man spricht das so aus, angekommen und gucke mir jetzt hier diesen kleinen schnuckligen Ort doch mal an. Das fühlt sich schon besser an als Stadt, muss ich einfach sagen.
Ich werde auch, wenn Oslo jetzt im Grunde auf dem Weg liegt, nicht nach Oslo rein fahren gehen, nur soweit nötig bei der Durchfahrt, mehr aber auch nicht. Vielleicht auf dem Rückweg, weil es ja, wenn es irgendwann wieder Richtung Heimat geht, auch durch Oslo zurück geht, dann ist das noch eine Option. Aber jetzt erstmal das Land an sich. Hier steht ein Aquarium im Hafen. Ob die sich wohl denken, da vorne ist die große Freiheit. Ich bin jetzt mal raus auf diesen Steg für die Boote. Was alles frei zugänglich ist, ist ja auch schon mal was Besonderes. Bei uns ist ja immer alles abgesperrt. Und drehe mich jetzt einfach einmal ganz langsam hier im Kreis, damit ihr da auch mal so einen kleinen Eindruck habt, wie schön das hier ist. Ich bin jetzt nur mit T-Shirt raus, weil da zwischen den Häusern fühlten sich diese 13, 14 Grad gar nicht so kalt an. Aber jetzt hier auf dem Wasser ist es doch deutlich frischer. Man sieht und hört es vielleicht auch ein bisschen hier am Wellengang. Mini-Wellen, aber dieser leichte Wind ist hier doch recht frisch. Ich habe die ganze Zeit gesagt, in Hafala bin ich hier. Stimmt gar nicht. Die Gemeinde heißt so und der Ort hier heißt Xiar Halden. Hier gibt es in diesem alten Kornhaus, also Kornmaxinett, denke ich mal, das heißt sogar eine Bibliothek. Man muss ja hier auch irgendwas machen in der dunklen Zeit. Ich gehe jetzt gerade in eine dieser Schären so ein Stück spazieren. Weil so wirklich weit kommt man hier nirgends. Es endet immer irgendwie mit Felskanten oder Begrenzungen, wo man nicht hin darf. Aber landschaftlich super schön. Ich hatte auf der Karte beim Navi gesehen, dass hier Wasser ist und dachte mir, fahr mal von der Hauptstrecke ab und fahr jetzt hier so durch den Wald. Und da stand ein Schild Schwimmstelle. Aber es sieht doch alles sehr privat aus, wenn man hier so reinkommt. Ich dachte, hier könnte ich kurz stehen bleiben und mir einen Kaffee kochen. Und den genüsslich trinken. Was ich wahrscheinlich auch jetzt hier machen werde. Das sieht doch ganz offiziell aus. Da steht sogar ein Schild WC, da sind Sitzbänke. Dann stelle ich mich doch mal hier hin. Ich bleibe ja nur zum Kaffee trinken. Wobei ich mir hier auch deutlich mehr vorstellen könnte. Und so sieht's aus, wenn man runtergeht hier zum Wasser. Ganz ehrlich, Leute, ich bin teilweise hier so überwältigt, dass ich manchmal Zweifel, ob das sogar alles richtig ist, was ich hier mache. Das sind so viele Eindrücke, ich kann das noch gar nicht so richtig umsetzen. Und das hier ist jetzt eine offizielle Badestelle, also ist jetzt nichts Außergewöhnliches anscheinend. Herrlich. Ich gehe jetzt gerade noch mal hier auf die andere Seite. Und klasse. Ich bin nur 5 Minuten von der Hauptstraße im Grunde weg. Und trotzdem mitten im Nichts. Ich habe es, glaube ich, schon etliche Male gesagt. Diese Weiten hier, das ist kaum realisierbar. Guckt euch das an.
Da hinten sind nochmal kleine Häuschen, mal ein Bötchen. Wahnsinn. Und hier ist das WC, was ich gerade mal getestet habe. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt es kurz erschreckend. Auch die Papierschnipsel kann man mal drüber hinwegsehen. Aber es ist eine richtige Toilette mit Waschbecken und fließend Wasser. Mitten im Wald. So, und jetzt kommt meine erste Fährfahrt hier in Norwegen. Ich hoffe, ich bin richtig. Da hinten kommt schon eine Fähre. Hier steht eine Fähre. Ich lasse mich mal überraschen. Ich denke, ich bin richtig. Hier steht nicht, wo es hingeht, aber... ja, schauen wir mal. War das ein Brummelkopf da an dem Service Point? Naja. Jetzt stehe ich auf jeden Fall hier im Hafengelände. So, jetzt geht's rein in die Fähre. Durch den LKW vor mir sieht man nicht ganz viel, aber... Ja, da an der Seite erkennt man so ein bisschen. Ich bin ja schon mal froh, dass man da anscheinend nicht unter Deck irgendwo muss. Um dann nachher wieder rauszukommen. So, jetzt geht's rauf. Jetzt achten, was der Einweiser sagt. Ich musste ganz hier rüber. Jetzt mal gucken, wenn ich da vorfahre, ob da auch noch einer was sagt oder... Passt auf jeden Fall erstmal. So, ich gehe jetzt erstmal hoch hier. Um dann auch zu gucken, wo es hingeht. Ach, ist das herrlich. Perfekt. Um mein Wägelchen da unten an der Ecke noch zu erkennen. Aber jetzt geht es erstmal in die Richtung. Ich bin echt leicht am Zittern, also ich vertrage irgendwie keinerlei Stresssituation momentan. Echt merkwürdig. Aber traumhaft schöner Ausblick. So sieht das Schiffchen im Ganzen aus. Und es ist echt unruhig hier. Und bei den Autos hier auf der Fähre gehen überall Alarmanlagen an. Und jetzt sagte mir gerade neben mir der auf Englisch, it's a Tesla, it's normal. Also das scheint bei Tesla dann die Regel zu sein. Gut zu wissen. Jetzt geht's los. Und die andere Fähre kommt gerade. Ist das schön. Also diese ja, rund 20 Euro für die Fährfahrt lohnt sich definitiv hier schön an diesen Buchten vorbei. Klasse, das Wetter spielt auch mit. Alles gut. Wenn ich mir überlege, ich wäre mit dem Auto gefahren, hätte ich einmal hier so komplett rundum gemusst. Das ist ja kaum vorstellbar, oder? Ich habe nicht geguckt, wie viele Kilometer das gewesen wären, aber es wäre wahrscheinlich einiges. Ist auch mal ganz nett. 24 km/h sind wir gerade schnell hier auf dem Wasser. Und noch 3,2 Kilometer mit dem Schiff. Aber ich bin jetzt wieder ins Auto gegangen, weil der Wind, der ist so eisig. Es ist zwar relativ gutes Wetter, immer wieder stark bewölkt, aber der Wind ist eisekalt. Das ist ja interessant. Da geht jetzt schon die Luke auf, obwohl noch 1,2 Kilometer angezeigt wird. Sind es nicht ganz, aber... Man kann, glaube ich, gut erkennen, dass da noch Wasser zwischen ist. Schon irgendwie cool, so eine Fähre.
Man merkt hier im Auto, genau wie die Fähre das Ganze hier so auspendelt, mal nach links ein bisschen Schub, mal nach rechts ein bisschen Schub, das ist echt interessant. Bin aber gleich trotzdem froh, wieder auf der Straße zu sein. Ist ein bisschen merkwürdiges Video, weil das Wechsel zwischen Spazierengehen, Autofahren und ja, wahrscheinlich Radeln gleich auch noch. Aber aufgrund der großen Distanzen ist das nicht alles zu Fuß und mit Fahrrad machbar. Hier wird die Straße mitgewässert, auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, diese ganzen Überlandstrecken hier sind schon sehr schön, aber dadurch, dass man zwischen 40 und 60 km/h im Grunde die ganze Zeit fährt, auch sehr anstrengend. Man kommt hier über so eine Kuppe und schon hat man wieder einen traumhaften See. Ich sag ja, das ist hier Fluch und Segen gleichzeitig mit der Nebenstrecke und den schönen Sachen hier. Hier könnte ich eigentlich stehen bleiben und Mittag machen. Mal schauen, ob sich was Passendes findet. An dem See gab es nur eine Möglichkeit anzuhalten und da standen schon zwei Autos und somit war der ganze Bereich voll. Bin jetzt aber nur ein paar Kilometer weiter in so einem kleinen schönen Tal hier, wie ihr vielleicht selber erkennen könnt, und werde jetzt hier stehen bleiben, so wie ich bin, auf diesem schönen Eckplatz, mich in die Sonne setzen, mein Mittagessen machen. Und dann, wenn ich Lust habe, geht es weiter. Was kann der Junggeselle am besten? Nudeln in scharfer Tomatensoße. Aus dem Topf mit einem Löffel. Und das bei der Aussicht. Ist echt ein Genuss. Hier scheint eine Einflugschneise zu sein. Von dem Flughafen dort vorne. Ich hoffe, ihr kennt das noch. Wie es da hinter den Bäumen verschwunden ist. Hier ist gerade auch schon eins gestartet, aber da war ich noch am Essen. Und wollte dann die Kamera nicht nehmen. Der scheint direkt hier hinter dem Hügelchen zu sein, der Flughafen. Manchmal hoffe ich einfach, dass mir hier keiner entgegenkommt. Es ist nämlich nicht so viel Platz, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe hier in Larvik noch mal einen kleinen Zwischenstopp an dieser Feuerwache gemacht. Weil ich die Aussicht zwischendurch auf dem Fluss hier, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, so schön fand, dass ich dachte, ich halte mal an und gehe mal hin. Und es ist schön. So langsam wird das Umland hier auch ein bisschen hügeliger. Und es gefällt mir immer noch. Ich bin schon wieder von meiner Hauptstrecke abgewichen. Weil hier von den Straßen aus oft Sachen zu sehen sind, wo ich mir dann denke, da muss ich auch noch mal hin. Ihr werdet es gleich sehen. Links abbiegen in die Straße Vassvikvallen. Das meinte ich, da über die Brücke bin ich vorhin drüber gefahren und habe dann hier diesen Fjordausläufer wieder gesehen. Und das ist so wunderschön. Man sieht jetzt leider da hinten rüber nicht alles, aber Weltklasse. Schaut euch das an. Ich denke die ganze Zeit nur, ach, hier müsstest du stehen bleiben und eigentlich schon übernachten. Ach nee, doch lieber hier stehen bleiben. Es ist so schön hier. Da ist ein Parkplatz. So, wie man sehen kann, ich habe geparkt, weil das ist einfach unglaublich, wie schön das hier ist. Also, ja, wie ich schon sagte, mir fehlen einfach die Worte. Guckt euch das mal an. Hier auch so ein Rastplatz mit Steintischen und Bänken und da drüben guckt man auf die Felsen. Seerosen, das Wasser plätschert, die Sonne strahlt. Da hinten sind Hütten am Wald. Da wieder Felsen. Ich bleib hier. Es ist erst 15, 16 Uhr, glaube ich, aber ich bleibe hier.
wenn man so aus seiner Heckflügeltür schauen kann, im Bett liegend, dann muss man doch einfach hier bleiben, egal ob der Tag schon rum ist oder nicht, oder? Gefühlt habe ich noch so viel Zeit. Natürlich, wenn ich jedes Mal da bleibe, wo es mir gerade so, so gut gefällt, ist wahrscheinlich der ganze Urlaub vorbei. Aber letztendlich ist es doch egal. Ich habe noch zwei Sachen, die ich unbedingt sehen will. Und die werde ich in den fast 3 Wochen wohl noch schaffen. Aber das hier ist doch wohl Wahnsinn, oder? So, ich habe mir gerade noch mal Auffahrkeile besorgt. Hier schön zu sehen. Und auf der anderen Seite das Gleiche als Sicherung und nur so eine ganz kleine Kante drauf. Und zwar gibt es solche Keile hier vorne einfach so in verschiedenen Größen. Man muss sich nur bedienen. Ich stand doch ein wenig schief. Und jetzt ist es in der Waage. Dann schläft sich's auch angenehmer heute Nacht. Ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, es wird langsam dunkel. Wenn nicht noch ein super Vollmond zu sehen ist, würde ich sagen, das war's für heute. Und dann natürlich auch mit diesem Video. Ich werde jetzt noch ein bisschen Musik hören, ein bisschen lesen. Und dann den Tag auch ausklingen lassen. Ich hoffe, das Ganze hat euch so gut gefallen wie mir. Ich bin heute zwar kaum körperlich aktiv gewesen, außer dieses Autofahren, aber auch das schlaucht ganz schön, weil man hier echt höllisch aufpassen muss, da sich gefühlt alle 300, 400, 500 Meter die Geschwindigkeit ändert. Von 30 auf 40, auf 60, auf 50. Und ja, auch das zerrt so ein bisschen an den Kräften, weil man echt super konzentriert ist die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, ich bin immer noch total begeistert von Norwegen. Ach, was heißt immer noch? Wäre auch schlimm, wenn nicht nach 2, 3 Tagen hier. Also, mal aufhören zu quatschen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.